Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Italia. In der letzten Runde haben wir den neuen Amazone-Düngestreuer durch die Gegend gefahren. Das war recht entspannt und heute, tata, haben wir unser Feld vor uns, das frisch gegrubbert werden möchte, eigentlich auch gemulcht, ne? Ist das hier stoppelig? Ja, ist nicht wirklich stoppelig. Würde ich sagen. Aber ich sehe hier Steine. Wir müssen grubbern. Also zwei Runden Vorarbeit, bevor wir aussehen können. Jetzt überlege ich tatsächlich, macht hier Mulchen Sinn? So ganz leicht sieht man ja Stoppeln. Ich weiß gar nicht mehr, wie das so war. Ich glaube, das war Soja vorher. Ob das bei Soja auch angesagt ist mit dem Mulchen? Katerchen, nicht mit den Krallen in meinem Pullover hängen bleiben. Dankeschön. Mal kurz gucken, wie viel Geld habe ich denn hier? Könnte ich mir überhaupt was leisten? Zack. 73.000. Was würde denn so ein Mulcher wohl kosten? Und habe ich einen Mulcher? Ich glaube nicht. Ich glaube, nee, eine Walze habe ich, keinen Mulcher. So war das nämlich. Mulcher. Da gibt es ja dieses wunderbare 9-Meter-Gerät, bei dem ich überlege, ob ich das mal kurz ausleihe für eine Runde. Das hier. Mulcher Katrina. 9 Meter. 25.000 Euro. Könnte man sogar fast kaufen. Viel größer geht's nicht, außer hier mit dem Seppi. Aber 42.000 plus, man braucht dann auch noch das Frontgerät dazu. Da ist der Katrina doch schon wesentlich komfortabler. Was kostet er denn in der Miete? 1.275 Euro. Lohnt sich das, wenn ich jetzt nur ein Feld mulche? Oder lohnt sich vielleicht eher die Anschaffung? Das überlege ich gerade. Wir mieten den jetzt einfach erstmal. In der Hoffnung, dass der Ertrag dann am Ende auch so viel ausmacht, dass sich das gelohnt hat. So, auf in den Fendt. Dann stellen wir den Rondgrubber einmal hier schon mal ab, dass der schon mal parat ist. So, einmal abkoppeln. Und dann wollen wir mal eben kurz zum Shop rüber und holen den Mulcher da ab. Auf mir sitzt eine Katze. Der findet das ganz hochinteressant mit dem Lenkrad hier. Ja, ich habe das Lenkrad wieder angeschlossen. Du, eigentlich ist es nicht okay. Eigentlich müsstest du angeschnallt auf dem Rücksitz im Katzenkorb sein. So. Da steht das gute Stück. Dann kümmern wir uns heute mal ums Mulchen, in der Hoffnung, dass das vertragsmäßig auch viel ausmacht. Oh, ich habe da noch ein Gewicht dran. Unangenehm. Aber das stellen wir mal eben hier an der Seite ab. Moment, ist das eigentlich der mit... Nee, ist er nicht. Dachte gerade, ich hätte einen Fendt mit Simple IC ausgetauscht, aber habe ich gar nicht. War immer noch eine Überlegung, das mal zu tun. Allerdings habe ich keinen 900er Fendt mit Simple IC bisher. Deswegen geht das nisch. Ah, noch ein Stück. Verdammt. So, jetzt müsste es aber reichen, oder? Jawohl. Sehr gut. Einmal alles anschließen. Und dann geilert los. So, offizielle Feldauffahrt ist eigentlich auf der anderen Seite. Aber wir kürzen mal ab über die Wiese. Gut.
Rechts auch. Und wir fahren hier drauf. Mit 9 Metern sollten wir hier jetzt eigentlich relativ zügig unterwegs sein, denke ich. Einmal aufklappen, bitte. Oh, schön animiert. Damit möchte ich auch nicht, dass mir jemand über den Fuß rollt. Das ist bestimmt nicht witzig. So, gleich mal mitnehmen. Heute wird gemulcht auf Italia. Schade eigentlich, dass ich gerade nur dieses Feld parat habe dafür. Aber die anderen sind halt noch nicht durchgewachsen. Die brauchen noch eine Weile. So, wie machen wir es? Erste Runde Freihand, würde ich sagen. Ein, zwei Vorgewände und dann gehen wir auf die Bahn. Ich muss erstmal ein Gefühl dafür bekommen hier. Das ergibt aber nicht wirklich einen Unterschied, oder? Kann das sein? Ja, doch, doch, doch. Da sieht man es. In Teilen. Bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es bei Soja sein muss. Aber hier in den Bahnen sieht man es ja schon, dass es einen Unterschied ausmacht. Wow, wie schnell ist der denn unterwegs? Also irgendwas stimmt hier nicht. Wahrscheinlich ist Soja eigentlich nicht fürs Mulchen gemacht. Sonst wäre ich langsamer. Ihr dürft gerne in den Kommentaren über mich lachen. Aber ich war mir halt nicht sicher. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich das sein lassen kann hier. Sonst wäre ich wohl kaum mit 35 km/h unterwegs. Gut. Damit hat sich das dann auch erledigt. Großartig. 1000 Euro in den Wind geschossen. So, gibt es hier irgendeinen Unterschied? Wahrscheinlich gar nicht. Unkraut wachsend. Nee. Das macht keinen Unterschied aus. Gut. Na gut, jetzt habe ich einen geliehenen Mulcher. Ich werde den später brauchen, tatsächlich. Aber diese Runde war auch, war trotzdem erkenntnisreich. Die Größe ist für diese Karte nicht zu groß, glaube ich. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, dann fahren wir den mal eben wieder zurück. Der ist ja nur gemietet. Außerdem hole ich das Gewicht dann wieder. Und dann machen wir uns tatsächlich ans Grubbern. Boah, ist jetzt ärgerlich, ne? Aber okay, learning by doing. Es sah mir halt so leicht stoppelig aus, aber gut. So, einmal hier vor. Nee, du, ist ein schönes Gerät. Ziehe ich auch in Erwägung, mir da mal eine von zuzulegen hier. Aber jetzt aktuell nicht. Deswegen gebe ich den mal zurück. So, hier. Zurückgeben. Schöner Testlauf. So, Gewicht wieder dran. Hashtag Backson verhaut's mal wieder. Na gut, so lernt man. So. Dann an die eigentliche Aufgabe. Grubbern. Da habe ich heute auch tatsächlich richtig Bock drauf. Und dann werden wir Gras ausbringen auf diesem Feld. Weil kurz vorm Winter, wir haben Weizen, Gerste, Hafer, haben wir alles gepflanzt. Und ich würde jetzt tatsächlich noch eine Grasfläche dazu nehmen.
die ich dann hoffentlich noch ein, zweimal mähen kann, bevor dann die neue Saison quasi losgeht und dann kommt auf das Feld hier wieder was anderes drauf. So, das mache ich jetzt aber mal lieber in der Außenansicht. Aber auch hier... Oh, ein schönes Bild, das nehmen wir noch mit. Alles wieder spiegelverkehrt. Sehr schön. Das irritiert mich immer besonders. Klack. Haben wir das schon mal? So. Boah, Steine. Alter Schwede. Gut, die werde ich einsammeln müssen. Das auf jeden Fall gesetzt. Das ist ja doch ein bisschen mehr hier. Grubbern ist so ein bisschen wie, wie beim Saubermachen. Wenn man irgendwie handwerklich unterwegs war, mit Holz gearbeitet hat oder so und dann die ganzen Sägespäne und sowas und danach macht man sauber. Dann hat man dieses unglaubliche Erfolgserlebnis, weil man genau sieht, wo man schon war beim Saubermachen, wo noch nicht. Das finde ich immer ganz cool. Wenn man genau sieht, aha, da war ich schon. Das sieht wieder clean aus. Beim üblichen Hausstaub natürlich nicht. Also da hat, glaube ich, jeder so Ecken, wo das dann so ist. Aber generell sollte man es besser nicht so weit kommen lassen. So, mit dem Eicher würde das hier definitiv nicht hinhauen. Das merkt man. Ich glaube, hier bin ich mit dem Mulcher schön übers Gras gedonnert. Hier auch. Aber geht auch flott von der Hand hier. Wie viel fahren wir denn? 17 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Da kann man nicht meckern. Ich muss sagen, mir gefällt der Frontgrubber erstaunlich gut. Das funktioniert echt wunderbar. Für die Karte hier ist der... Ja, fast wie gemacht, ne, würde ich sagen. So, wir machen noch eine zweite Runde. So kann man sich nicht beschweren. Oh, das so, da ist ein schönes Bild. Das ist besser. Das nehme ich. Ja, sorry, aber Bildchen müssen sein. Zack. Round 2. Kra, kra, kra. Ja, wie gesagt, auf das Feld hier wird Gras kommen. Und wenn wir hiermit durch sind, dann dürften eigentlich unsere bestehenden Wiesen auch soweit durch sein. Und ready. So dass wir uns dann dort wieder ans Mähen machen können. Und unser Durchfahrsilo dann endlich in Betrieb genommen wird. Und somit langsam Fahrt aufnehmend Richtung Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres können wir dann auch einplanen, die Silage zu verkaufen. Und dann sollte auch ein bisschen Geld reinkommen, denke ich mal. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht.
Ich habe natürlich immer noch auf dem Zettel, dass ich, also Hühner fände ich ganz gut, ergänzend zu den Schafen und auch durchaus ein paar mehr Schafe. Es sind ja nicht sonderlich viele, die ich da jetzt habe gerade. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, ich werde mal auf der Seite anfangen heute mit den Bahnen. Mal andersrum. So, dafür muss ich mal kurz was sehen. Ja, das erscheint mir ein bisschen schmal. Na, das sind nur 6 Meter, dachte ich mir doch. Ach, Moment. Ach, der hat ja nur 6 Meter. Ja. Nee, sah nur so schmal aus. So. So müsste es grob hinkommen. Los geht's. Genau. Hühner würde ich halt ganz gerne ergänzen. Noch ein paar mehr Schafe. Und ich habe natürlich auch noch Weinanbau auf dem Zettel. Hab auch schon eine Idee, wo ich das platzieren könnte. Betrifft auch eine bereits vorhandene Fläche. Ich müsste also keine dazu kaufen. Und das müsste da auch wunderbar funktionieren. So, hier gehen wir mal direkt auf die nächste. Das Feld ist so fies geschwungen. So. Genau, Weinanbau habe ich auf dem Zettel. Ist natürlich dann in der Anschaffung auch erstmal wieder ein großer Invest, den ich da eingehen muss. Und dafür brauche ich dann die Silage. Deswegen hier auch eine weitere Grasfläche, dass ich die Kohle für das ganze Equipment dann zusammenbekomme. Außerdem bin ich hier auf der Karte natürlich auch hart in den Miesen, ne? Das muss man auch noch sehen und festhalten. Das muss ja auch alles mal irgendwann zurückgezahlt werden. Also drückt die Daumen, dass bei der Silage ordentlich was abfällt. Und ich vielleicht auch noch den ein oder anderen Auftrag annehmen kann, was das betrifft. So, warum passt das hier jetzt nicht? Wahrscheinlich, weil das Feld sich da so leicht wölbt. Oh nee, hätte es unten lassen können. So, einmal neu justiert, wunderbar. Dann passt es auch. Wo ich gar keine Ahnung habe bisher ist, wie viel man dann mit Wein verdienen kann, also was dabei rumkommt am Ende. Ob man da noch eine Produktion setzen sollte oder einfach die Trauben verkauft. Wobei hier eine Fläche gibt es ja mit Weinproduktion, ne? Die kann ich mir nur nicht leisten. Dafür müsste ich ganz schön viel Silage machen. Schwierig. Schauen wir mal, wie die Entwicklung so sein wird Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres hier. So, nimmt doch langsam Form an hier. Sehr schön. Boah, sind aber echt, hier liegen ordentlich Steine rum. Da müssen wir auf jeden Fall einmal rüber sammeln. Krass. Na gut, geht alles in unsere Kalkproduktion, ne? Auch fein. So, ich glaube, ab hier kann ich dann auch mal anfangen, in die zweite Bahn zu switchen. Ich wollte eigentlich nicht aussteigen. Ich wollte eigentlich das da klicken, genau.
So, passte das? Ja, so eine kleine Ecke. Nicht mitgenommen, aber okay. Schön, schön, schön. Ja, mittlerweile gibt es ja auch das, was ist das, Platinum-Add-on mit der Holzkarte oder der Forstkarte. Silver Creek, glaube ich, ne? Werde ich vielleicht auch mal reinschauen, aber... Ah ja, okay. Forst ist für mich jetzt ja nicht ganz so neu, habe ich schon ein bisschen gemacht. Ich habe einmal ganz kurz reingeguckt. Als neuer Farmer einfach kurz gestartet und muss sagen, da hat mir der Komatsu sehr gut gefallen. Der Harvester. Damit habe ich einmal ganz kurz zwei Bäumchen umgesägt. Allerdings mit dem mitgelieferten Volvo zum Holztransport bin ich gar nicht klar gekommen im Test. Hab aber tatsächlich auch maximal 10 Minuten reingeguckt. Mal schauen, vielleicht mache ich da auch noch mal so ein kleines Angespiel zu, aber aktuell gibt es da ja, glaube ich, genug zu gucken. Da dürften mehr als genug auf YouTube mit unterwegs sein. Wenn, dann würde ich sie, glaube ich, richtig anfangen zu spielen. War auch mal eine Überlegung, ergänzend nochmal so eine Forstkarte zu spielen. Allerdings hatte ich eine andere auf dem Zettel. Mir fällt der Name nur gerade nicht ein. Aber die ist eigentlich ganz nice. Die ist nochmal, im Vergleich sah die nochmal etwas rougher aus, muss ich sagen. Piep. So, wird. 6 Meter sind gar nicht so wenig. Noch mal ein bisschen Blick genießen hier. Gut, ist jetzt nicht ganz so idyllisch hier in der Ecke, aber immer noch schön genug. So, was haben wir noch? 1, 2, 3, 4. Ja, ich würde sagen, so um die 8 Bahnen. Und die werden ja jetzt schon hier kürzer. Also gar nicht mehr so viel. Vorsicht! Flieg weg! Verrückter Vogel. Ja, das mit dem Mulcher war ein typischer Bexon, ne? Lass doch mal 1200 Euro verschenken. Okay, machen wir. So, hier schiebt er gerade so schön weg, deswegen nehmen wir das noch mit. So richtiger Klassiker. Wie verbrenne ich das Geld am schnellsten? Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich da auf dem anderen Feld habe. Was hatten wir denn da? War das auch... War das Gerste?
Ach, guck mal, ich warte hier die ganze Zeit und wundere mich, warum kommt eigentlich kein Zug mehr? Der kam doch sonst so regelmäßig. Auf dem Stück hier gibt es gar keinen Zugverkehr, richtig? Da kann ich mich lange wundern, ne? Oh ja, schön. Da fährst du nochmal zurück. Das haben wir weggeglitscht. Hier am Hang. Ja, kann auch einem 900er mal passieren. Ich glaube, ich hebe das Gewicht mal ein bisschen an. Könnte helfen. Nicht gemerkt, dass es noch gesenkt war. Wie ist das? Lässt man das dann gesenkt, damit der Tiefpunkt eben ordentlich tief ist, also der Schwerpunkt tiefer liegt? Wisst ihr das? Schreibt mir das gerne. Hebt oder senkt man das Gewicht? Ich, so auf dem Feld. Und wie kann man das eigentlich justieren? Kann man das frei justieren? Habe ich mich schon ganz häufig gefragt, tatsächlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, okay, es waren eher so um die 9 bis 10 Reihen. Wobei die letzten konnte man ja nicht als Reihe zählen. Aber geht ja ganz flott von der Hand hier. Sehr schön. Ah, ich freue mich. Geht langsam voran hier. Im Gegensatz zu anderen, zu den großen Karten, ist auch der hier ja aber auch jetzt nicht damit zu rechnen. Oh, sieht das nice aus. Ist auf der hier jetzt ja auch nicht mit einem stetigen Fortschritt und Geldeinnahmen zu rechnen. Hier ist halt langsames, gemächliches Voranarbeiten angesagt. Das finde ich als Ausgleich echt ganz schön. Also der Shop sieht allerdings immer so ein bisschen aus wie Florida. Mit den Palmen davor. Kommt mir jedenfalls so vor. Es könnte auch so ein Diner oder sowas sein. So, letzten drei Bahnen. Also ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber gefühlt ist man mit diesem Frontgrubber extrem wendig. Sehr flexibel. Das gefällt mir richtig gut. So, da habe ich ein bisschen geloost. Das muss ich jetzt wieder bereinigen. Mal bis dahin wegnehmen. Müsste reichen. Sehr gut.
Ja, diese Stellen, wo es so ein bisschen runter geht. Oh, da habe ich auch so eine Ecke vergessen. Das geht natürlich nicht. Das würde den Ertrag ja immens schmälern. So, einmal quer geguckt. Ach, guck. Na gut, dann verschieben wir das so leicht. Ja, jetzt passt's, okay. Ja, das ist hier das Feld. Krass. Oder VCA benötigt Firmware-Update bei mir hier im 900er. Das kann auch sein. Lange kein Firmware-Update mehr gemacht. Diese Herbstfarben hier sind der Hammer. So, warte, das kann ich doch eigentlich gleich mal eben hier beseitigen. So. Weil dann kriege ich auch die Ecke da noch eben mit. Einmal rum. Jetzt bin ich gespannt. Na, er lässt nichts stehen. Sehr gut. Jetzt. Na, von wegen. Lässt er doch. Warum denn? Reicht die Korrektur? Scheint so. Na, ganz am Ende. Da werde ich nochmal nachjustieren. Da sehe ich doch jetzt schon so ein Zinken drin. Jetzt bin ich gespannt. Nimmt er das hier mit oder lässt das stehen? Er lässt... Natürlich lässt das stehen. Klar. Logisch. Ärgerlich. Naja, okay. So. Grubbern. Check. Haben wir auch wieder einen Schritt geschafft. So, dann fahre ich den Grubber jetzt schon mal zurück. Und dann werde ich mir einen Steinsammler leihen müssen. Ich würde aber sagen, das mache ich dann mal offscreen mit dem Steinsammler. Und danach geht es an die Aussaat. Und da muss ich gleich mal gucken, ich weiß es nicht mehr genau, ob meine Sämaschine denn auch Gras ausbringen kann. Oder ob ich mir da möglicherweise dann noch was leihen muss. Weil kaufen könnte schwierig werden. Schon die beste Hoffläche hier abgegriffen, ne? Schöne Ecke hier oben. So. Lassen wir mal kurz hier so stehen und dann wird er auch mal einmal abgespritzt kurz hier. Er sieht ja aus, ist ja schlimm. So, reicht das? Mal her. Ja, kommt hin. Sehr gut.
bisschen mehr auf Pflege achten. Ordentlich in die Zwischenräume hier. Na, sieht mittlerweile auch gut gebraucht aus, ne? So, reicht. Wo haben wir denn schön Platz dafür? Es wird langsam voll. Da steht schon eine Schaufel im Weg. Will den jetzt nicht in die Werkstatt stellen hier. Dann steht er mir da wieder im Weg. Kommt vor die Schaufel. So. Erst die Schläuche und dann abkoppeln. So, dann checken wir mal ganz kurz, wie es denn hier aussieht. Mit dem Zustand vom Fend. Oha, der Aufsatz muss repariert werden vom Unimog. Das Gewicht, ja gut, für 2 Euro kann das Gewicht auch mal repariert werden. Ja, der Fendt 1400 Euro und der Unimog 3600. Eieieiei. Ja, was sein muss, muss sein, ne? So, einmal alles repariert. Der glänzt in seinem schönen Chromdreck, deswegen bleibt er auch schmutzig. Dann hat er wenigstens ein bisschen Farbe. Gut. Freunde, ich kümmere mich dann jetzt als nächstes mal darum, dass die Steine von dem Feld runterkommen. Und dann hole ich euch zur Aussaat wieder mit dazu, würde ich sagen. Das ist dann ja auch spannender, weil da ist dann auch die Frage, welche Sämaschine? Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Euch schön entspannt, so wie mich. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen da, vielleicht ein Abo und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.